hallo. Mein Name ist Axel Helmut von GS Bifrostocks. Wir haben einen neuen Schaft auf der IWA 2018, der GS Bifrost. Ein Kunststoffschaft, der genauso verstellbar ist wie alle anderen Schäfte von uns auch. Einfach ohne Werkzeug, per Knopfdruck, Höheverstellung, Längenverstellung. Dieser Schaft hat zusätzlich noch eine seitliche Neigung, kracht ein bisschen, macht er besser zu Hause, nicht auf der Jagd. Also Schaft vorher einstellen. Auch hier als Standard neuerdings die Höhenverstellung der Schaftkappe einfach ziehen, nach oben schießen, bis liegen schießen, nach unten ziehen für den Anschlag im Stehen. Stellt euch so ein, wie euch am besten passt. Wie gesagt, ihr braucht kein Werkzeug und der passt der ganzen Familie. Ja, wir haben an dem Schaft auch die abnehmbaren Riemenbügel. Ich habe es jetzt hier abgemacht, weil auf dem Beste kriegen die leider immer Füßchen. Ihr zieht einfach raus, macht den Riemenbügel ab, legt ihn weg. Beim Schießstand dürft ihr ihn eh nicht haben und auf der Jagd kann er schon mal störend sein. Wir haben Picatinny-Schienen für die Aufnahme von Zweibein oder Zubehör. Hier ist noch eine Picatinny-Schiene für die Verwendung von Monopods. Wer es nicht braucht, einfach abmontieren. Ist denkbar einfach. Den Schaft werden wir in Zukunft auch in Links anbieten. Aber wir starten erstmal mit TKT3 und dann Remington, Savage und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Heute ist der Teil und viel Spaß damit. Und ihr wisst ja, der Lauf, der schießt, der Schaft, der trifft. Ciao.